Das ist er. Gerhard Knauer, der mysteriöse Fremde hinter der Geschichte vom Pferd in der S-Bahn in Stuttgart-Fellbach. Und das sein vierbeiniger Komplize Sancho Pancho. Ich glaub's nicht, Alter. Das wird sogar ein Pferd mitfahren. Der Typ hat Eier. Und diese Eier haben die zwei im Internet viral gehen lassen. Und dabei machen Mann und Pferd in Fellbach City seit Jahren die Straßen unsicher. Okay. Ist ganz nett, der Mann. Ich mag ihn. Von Wald und Feldern halten beide wenig. So wie es sich für echte Asphalt-Cowboys gehört. Sie sind nicht eingesperrt in ein Auto. Sie fühlen sich einfach frei. Mit aller Zeit der Welt, versteht sich. Beharrlich und selbstbewusst wie alle Schwaben. Früher am Tag begleiten wir den Fellbach-Cowboy und seine Reitbeteiligung Verena zum Domizil des 16-jährigen Tinkerballachs. Oh, er kommt. Er kommt schon von alleine. Wie auch sonst, Sancho Pancho ist ja nicht irgendein Pferd. Folgt er doch seinem Herrn und Reiter erwiesenermaßen freudig in jedes Abenteuer, wenn es sein muss, sogar in den öffentlichen Nahverkehr. Es ist ein richtig guter Ausgleich zur Arbeit. Man macht was und hat den Erfolg, dass es einen quasi versteht, das Pferd. Ja. Das heißt, dass das, was Sie da tun mit dem Sancho, ein bisschen auch ein Gespräch unter Männern ist? Mit wenig Worten? Das ist jetzt wieder so eine typische Frauenfrage irgendwie so. Also das ist jetzt nicht die esoterische Verbindung, die da viele immer drin sehen. Wir sind, glaube ich, einfach ein ganz gutes Team. Aber es klingt doch nach einer typischen Männerfreundschaft, oder? Das weiß ich nicht, ob das so eine typische Männerfreundschaft ist. Wir gehen jetzt zusammen saufen. Dabei kam das mit den regelmäßigen Ausflügen in die Stadt wie von selbst. Einfach immer ein Stückchen weiter weg vom langweiligen Stall. Immer tiefer in den Lärm der Großstadt. Okay, der Stuttgarter Vorstadt. Das sieht kinderleicht aus, braucht aber großes Vertrauen auf beiden Seiten. Immerhin ist ein Pferd ein Fluchttier. Positiver Nebeneffekt. Selbst bei größter Hitze ist hier für Abkühlung gesorgt. Und für große Augen bei so viel Coolness. Da haben wir noch nie gesehen. Nee, beim Pferd in Eisdiele sind wir noch nicht gekommen. Und was hat er in der Waffel? Ausschließlich Vanilleeis. Ist nur manchmal vom Handling ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig mit den Handschuhen Geld rausholen soll und Eis essen und so. Klar, manch einer hier hält den Kaufmann für etwas kauzig. Das aber ist ihm egal. Genau so wie sein Kurzzeitruhm als Internetstar. Einfach mal spontan zu sein, das sei doch das Salz in der Suppe des Lebens für Mensch und Tier, oder? Ich bin ganz nach hinten, wo es frei war. Und habe einfach versucht einzusteigen. Und wenn man das Video anschaut, sieht man ja, er hat es freiwillig ohne Probleme. Er hat geschwind nachschauen müssen, was das ist. Kurz gestutzt und dann ist er reingegangen. Dann war es aber innen einfach zu eng. Ach, sonst wären Sie auch gefahren? Ja, natürlich. Aber wenn ich das so angucke, habe ich schon das Gefühl, das ist ein Kumpel von Ihnen. Ja, klar. Wir passen aufeinander auf, wir zwei, gell? Aber er hat trotzdem seinen eigenen Kopf. Sie auch? Das kann sein, aber er ist stärker wie ich. Das ist übrigens der Lieblingsort von Tinkerballach Sancho Pancho, die Fellbacher Markthalle. Hier gibt's Bananen und Möhren auf Kosten des Hauses. So. Wie ist das für Sie, so ein Pferd hier zu treffen? Schön, das ist einfach immer lustig. Das ist eine Riesenattraktion hier natürlich, da freut sich jeder. Das ist einfach was Schönes, einfach was Tolles. Merkt man auch ganz allgemein bei den Leuten, dass Pferd eigentlich immer Lächeln auslöst. Also meistens auf jeden Fall ein Lächeln auslöst. Wenn einer jetzt sagen würde, okay, Sancho kommt morgen weg, dafür kriegen Sie 20.000 Euro. Nee, für Geld gibt keiner sein Pferd her. So ein Pferd kriege ich nie mehr wieder. Und das nächste große Abenteuer für die beiden? Wir werden sehen.